Okay, Leute, es geht weiter. Also, meine ganzen Charaktere sind auf alle 18. Maggie habe ich jetzt Angst, Ex-Eis-Antidot geholt, also von den Elfendorf. Und Heilung und alles. Magie von dem da, Blitzra, Feuerra, Fessel, Eisra, Hast und Schlafra. Habe ich jetzt alles geholt, hat lange gedauert. 4 Stunden ins... 4 Stunden habe ich bisher gespielt. Und kurz Anmerkung, da, ihr habt ja den Weg hier unten gemerkt. Da gibt es nichts, was ihr finden könnt. Wollte kurz anmerken für die Leute, die sich dafür interessieren, dass ich überall was alles angucke. Aber jetzt gehen wir mal zur Elfenstadt. Ach ja, Monsterfiebel. Nein, speichere erstmal kurz. Option Monsterfiebel. Bisher habe ich alle Monster gefunden. Bis 25 oder 24? Bis 24. Habe ich alle Monster getroffen. Und jetzt geht's einfach zur Elfenstadt. Ihr verdammten Bastarde. Also in diesem Kampf werde ich mal kurz die Magie zeigen, die ich jetzt... Hört ihr mal auf, um mich anzugreifen, die komischen Fettköpfe. Ex-Eis... Heilung auf alle. Und du machst mal Blitz drauf alle. Und das wird ein kurzer Kampf sein. Nach dem Kampf werde ich dann alle Kämpfe rausschneiden, die wir noch nicht gesehen haben. Hallo! Okay, alle wieder geheilt. Die Maus muss mal in die Ecke. Guter Mensch, guter Bernd. Und weg mit euch. Ach ja, Ausrüstung noch zeigen. Das ist die Ausrüstung, die ich jetzt habe. Ich habe alles geholt, was im Laden drin war. So und so und so. Das war jetzt alles, was ich zeigen wollte. Hat immer so lange gedauert. Gegen ein paar Piraten zu kämpfen ist echt easy. Okay, da sind ein paar neue Gegner. Sahagin-König. Aber die werden alle sowieso gleich sterben. Hallo, stirb doch mal. Blitzra, sag ich ja. Jetzt eiskalt töten. Und getötet. Hä? Achso, du musst weiter runter. Ah, hier ist das. Okay, sehen uns mal diese Gegend an. Okay, da kann ich jetzt momentan nichts machen, weil ich nicht durch Flüsse schwimmen kann. Okay. Elfenstadt. Ach ja, hier wurde ja Link begraben. Also, ich habe jetzt alles geholt und naja, jetzt gehen wir einfach mal weiter zum Schloss. Und gehen mal hier hoch. Was macht er da draußen? Junger Mann, was machst du hier? Er soll eine Hexe geben, die einem jeden Trank zubereitet. Wie war noch ihr Name? Matoya? Ach ja, zu der kommen wir auch noch später. Ich weiß auch, wo die ist, aber beim Rundenforschen sie gefunden. Das Meer von Adylen. Im Westen, wo das Meer endet und in Land übergeht. Dort leben in einer Höhle die Zwerge. Oft etwas mürrisch, aber sie sind ein liebenswerter Haufen. Ich weiß auch, wo die Zwerge sind. Ja, ja, ja. Alles nachgeforscht. Okay. Junger Mann, lass du mich durch. Der König der dunklen Elfen, Astus, fiel einst mit seinen Mannen über dieses Schloss her. Er legt einen bösen Fluch über unseren Prinzen und stahl das Schlosses Schatz. Junger Mann, verschwindest du? Lauf nicht gegen die Wand, es bringt dir nichts. Ach so. Okay, jetzt gehe ich einfach mal so rum. Um mit allen zu sprechen, ist... Ach, da kommen wir später hin. Die Türen zu versiegeln können nur mit Zauberstößen geöffnet werden. Die kriegen wir später. Nach einem bestimmten Ereignis. Ja, ja, ja. Okay.
5 Jahre lang ist es nun her, seitdem Astos dieses Schloss überfiel und unseren Prinzen verfluchte. Sämtliche Tränke habe ich seiner Majestät bereits verabreicht, doch ich bin mit meiner Elfenweisheit am Ende. Okay, jetzt haben wir erfahren, dass wir den Prinzen irgendwie einigermaßen retten sollen. Also nicht nur indirekt. Und ich weiß auch, wo wir hingehen müssen. Schade, dass er nicht laufen kann. Das war ein schneller Kampf, echt schneller Kampf. Ha 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 ha. Zum Glück habe ich gelevelt. Also da oben rechts gibt es nichts. Aber da oben kommt mir zu einem Schloss. Da gehe ich erstmal hin. Zu diesem Schloss will ich erst hin, da erfahren wir etwas. Okay, die haben wir noch nicht gesehen. Cobra. Also ich habe die schon gesehen, aber ihr noch nicht. Und ich will dir alles zeigen. Das ist ja auch mir wichtig. Berndula. Bernd. Sehr richtig kräftig. Also da oben gibt es nichts. Jetzt müssen wir nur ins Schloss. Hier gibt es auch keine Gegner. Hihi, hihi. Okay. Böse Musik. Ist nicht gut. Astos, der König der Dunkelelfen, hat mich betrogen und mich all meiner Reichtümer beraubt. Seht nur, ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Mein prunkvolles Schloss zu einer Ruine verfallen. Doch ihr seht aus wie tapfere Krieger. Erfüllt mir meinen letzten Wunsch und bringt mir aus der südlichen Sumpfgrotte meine Krone wieder. Okay. Wenn ihr nichts Besseres zu tun haben, dann ja. Aber die Musik ist ja toll. Oder, Leute? Oder, Leute? Ich glaube, momentan können wir keine Schätze hier bergen. Ja, mit dem Zauberschlüssel. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. Okay, jetzt müssen wir zur Sumpfgrotte. Din, 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 din. Ah, zum Glück schneide ich die Kämpfe raus, sonst wäre das Video zu lange. Also, das ist die Sumpfgegend. Okay. Und hier ist das Loch zur Sumpfgrotte. Okay, was ist das für eine Musik? Okay, Schatten. Ein Schatten seiner selbst, sage ich nur. Gegen Untote und Blitzer. Dialogs. Seht Gott in den Augen. Okay. Egelkriecher. Skeleton. Okay. Egelkriecher greifen wir mir erstmal an. Dialux und Blitzra. Okay, der ging ja schnell. Lasst mich angreifen, da seid ihr sowieso alle tot. Dialux. Echokraut, aber ich will jetzt noch nicht da rein. Erstmal alles untersuchen. Hier ist nichts. Was sagst du mir? Fette. Ein paar Zombies und Ghouls. Ja, ich weiß, was die Treppe nach unten ist. Also. Okay, die haben wir noch nicht gesehen. Also die Treppe da in den Kammer da ist zu ein paar Räumen mit Schätzen drin, aber dafür braucht man einen Zauberschlüssel und den bekommen wir jetzt erst hier. Grünschleim, okay. Okay, gut gemacht, sofort angegriffen. High Potion, danke. Bereits Schwert habe ich schon. Danke für das Geld. Okay.
680 Gil. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich besser alles geholt. Warte, da habe ich noch nicht. Okay, der ist neu. Blutknochen. Dialux und Blitzrad. Okay, zum Glück habe ich gelevelt. Gut gemacht. Dialux, jetzt seid ihr alle tot, oder? Okay, ihr beiden Knochen schon. Oh, extra ein Blitzrad für diesen... Oh, Verschwendung, Verschwendung, Verschwendung. Okay, Level up. Saber kriegt auch ein Level up. Dolch gefunden. Okay, rechts gibt's nichts. Habt ihr gerade gesehen. Hey, wo zum Geier soll ich hin? Gargoyle, okay. Aber wo zum Geier soll ich hin? Wo zum Geier soll ich hin? Vielleicht musste ich auch nicht hier hin. Dann musste ich den anderen Weg gehen. Kann auch sein. Das kann nicht sein. Okay, ich muss mich mal kurz heilen. Also mit Antidot. Für den hier. Aber anscheinend habe ich den falschen Weg genommen. Okay, da gehe ich einfach mal den unteren Weg. Das ging ja schnell, das ging ja schnell. Okay, gehen wir mal hier runter. Okay, ein neuer Schleim, Blauschleim. Mach mal Heilung auf alle und du machst mal Blitzra. Okay, sofort. Okay, das ist gut, das ist gut. 136. Eine Anmerkung, greift den Grünschleim nicht normal an mit Waffen. Es bringt... Okay. Hier ist nichts? Wieso kann ich da nicht durch? Ach, scheiß Fledermaus. Wieso ist die leer? Wer war denn vor mir denn hier? Wer war denn vor mir denn hier, verdammte Kacke? Der mir alle Schatzen genommen hat. Okay. Da ist der einzige Weg, mögliche Weg noch der da. Der verdammte Hunde, verdammt. Lasst mich in Ruhe. Wer hat die ganzen Schatztruhen genommen? Okay, ich sehe mal das nach, kurz nach und da sehen wir uns gleich wieder.